Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Es ist mal wieder Marvel-Mittwoch und wir reden schon über Hawkeye Folge 4. Es kommen wirklich nur noch 2 Episoden, dann ist das Ganze schon vorbei. Irgendwie ein bisschen traurig, weil diese Serie wächst mir mehr und mehr ans Herz und ich glaube fast, die wird sich Platz 2 hinter WandaVision bei mir ergattern, wenn das so weitergeht wie bislang. Aber darüber will ich jetzt hier gar nicht so ausführlich sprechen, sondern natürlich wieder lieber auf die Fragen eingehen, die die Folge aufgeworfen hat und auch ein paar Easter Eggs erwähnen, die ich hier gefunden habe. Das geht natürlich wie immer nicht ohne Spoiler, ihr seid hiermit gewarnt worden. Okay. Ist Jack ein Handlanger des Kingpins? Tja, die offensichtlichste Frage packen wir natürlich direkt an den Anfang. Arbeitet Jack in irgendeiner Form mit dem Kingpin zusammen? Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der oberste Boss der Tracksuit-Mafia wirklich der Kingpin sein wird. Er wurde uns ja quasi letzte Woche schon gezeigt, wenn auch nur so ganz kurz im Anschnitt. Aber erinnert euch auch nochmal an diese Werkstatt, in der die Tracksuit-Mafia sich damals getroffen hat, als Ronan sie angegriffen hat. Die hieß Fatman und Fatman war auch mal einer der bösen Spitznamen für den Kingpin, weil er ja tatsächlich ein bisschen fülliger ist als normal. Das deutet hier bei Hawkeye wirklich alles sehr, sehr stark darauf hin, dass wir den Kingpin in irgendeiner Form zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht nicht in Hawkeye, vielleicht dann wirklich eher in der Echo-Spin-Off-Serie oder dann vielleicht halt auch später endlich mal in der neuen Daredevil-Serie oder bei Spider-Man. Und ganz offensichtlich ist der Verlobte von Eleanor Bishop Jack jetzt wirklich ein Handlanger des Kingpins. Wir erfahren ja hier, dass er für Sloan Limited arbeitet und über diese Firma für die Tracksuit-Mafia Geld wäscht. Jack's CEO. Laundering money for the big guy. Und Sloan Limited wurde uns tatsächlich auch schon in Folge 3 kurz angeteasert, als Kate über den Bishop Security Account ihrer Mutter nach Kasi forscht. Und Kasi war früher selbst mal ein Angestellter von Sloan Limited. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was hat es mit diesem Sloan Limited auf sich? Und es gibt tatsächlich 2 unterschiedliche Sloans im Marvel-Universum, die beide tatsächlich auch eine Verbindung zum Kingpin hatten. Es gibt zum einen Willie Sloan, der in den Comics mal ein Handlanger des Kingpins gewesen ist, und es gibt einen Walker Sloan, der mal bei Alchemax angestellt war. Und Alchemax ist ein Wissenschaftsunternehmen, das tatsächlich in Into the Spider-Verse erwähnt wurde, und dort war auch der Kingpin wieder der oberste Boss von Alchemax. Also offensichtlich haben wir jetzt hier mit Jack auch eine direkte Verbindung zum Kingpin, und das heißt, er dürfte dann wirklich auch jemand sein, der für den Kingpin arbeitet. Und das wiederum könnte dann auch bedeuten, dass Jack wahrscheinlich bei dieser Auktion war, um vielleicht etwas für den Kingpin zu ersteigern. Also, dass der Kingpin jetzt irgendwann im MCU auftauchen wird, da sind wir uns wohl wirklich alle einig. Und ich gehe mal auch wirklich stark davon aus, dass Jack hier wirklich eine Verbindung zum Kingpin selbst haben wird. Wen ruft Eleanor Bishop an? Ja, das ist die zweite höchst interessante Frage, denn nachdem Eleanor Kate und Clint bei sich in der Wohnung erwischt, ruft sie ja irgendwann jemanden an. Wir wissen nicht genau, wen sie da anruft. Sie sagt nur, dass sie dringend zurückgerufen werden müsste, weil es ein Notfall ist. Could you call me back, please? It's urgent. Und diese Dringlichkeit könnte damit zusammenhängen, dass Eleanor jetzt rausgefunden hat, dass ein waschechter Avenger ihr auf der Spur ist. Denn wir haben bis jetzt ja auch immer noch nicht so richtig herausfinden können, welche Rolle Eleanor in dieser Serie spielen wird. Es gibt ja viele von euch da draußen, die schon in Folge 1 gesagt haben, die führt irgendwas im Schilde, die könnte möglicherweise selbst die Schurkin dieser Serie sein. Das könnte theoretisch auch bedeuten, dass sie der oberste Boss der Tracksuit-Mafia ist und dass sie dann eigentlich für den Kingpin Bericht erstatten muss. Sprich, sie könnte hier theoretisch auch versucht haben, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit Maya Lopez, die ja die Führung für die Tracksuit-Mafia hat. Also ich gehe mal wirklich stark davon aus, dass Eleanor Bishop auch irgendwie Dreck am Stecken hat, dass sie möglicherweise vielleicht auch den Vater von Kate damals umgebracht hat, um irgendwie an Geld zu kommen, dass sie diese ganze Geschichte hier mit Jack auch eingefädelt hat, um sich vielleicht
dem Kingpin anzunähern, um dessen Reichtum zu erlangen. Das wird hier auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Theoretisch könnte man diesen Anruf aber auch mit dem Auftauchen von Jelena Belova in dieser Folge in Verbindung bringen. Denn möglicherweise kennen sich vielleicht die Contessa und Eleanor Bishop. Und Eleanor Bishop weiß, dass die Contessa jemanden auf Hawkeye angesetzt hat. Und um ihre Tochter zu schützen, versucht sie jetzt hier direkt zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wo Hawkeye ist. Meine Tochter ist hoffentlich irgendwo in Sicherheit. Jetzt kannst du jemanden auf Hawkeye losschicken. Also auch diese Möglichkeit lässt die Serie noch offen, allein eben durch die Tatsache, dass wir jetzt in Folge 4 tatsächlich endlich mal Jelena Belova zu Gesicht bekommen. Wem gehört die Avengers Rolex? Bevor wir über Jelena Belova sprechen, müssen wir noch mal kurz über die mysteriöse Avengers Uhr sprechen, die ja schon in der Auktion versteigert werden sollte und hinter der jetzt irgendwie alle her sind. Kate findet diese Uhr ja dann am Ende in der Wohnung von Maya Lopez, die da einfach mal eben so in einem Regal rumliegen hat. Und wir müssen uns natürlich fragen, wem gehört jetzt diese Uhr? Also die Tatsache, dass es eine Rolex ist und dass sie aus dem Avengers Tower irgendwo entwendet wurde, lässt eigentlich auch nur den Schluss übrig, dass es möglicherweise eine Uhr von Tony Stark gewesen ist, weil alle anderen hatten jetzt nicht unbedingt das Geld dazu, um sich eine Rolex leisten zu können. Tony Stark schon, weil der war halt einfach verdammt reich. Und es könnte natürlich sein, dass in dieser Rolex selbst irgendeine Art von Stark-Technologie noch drinsteckt. Möglicherweise vielleicht sogar auch irgendein alter Iron Man-Anzug, den er sich irgendwann mal gebaut hat, der halt per Knopfdruck auf dieser Rolex dann auf ihn überspringt. Und das wäre natürlich etwas, was in den falschen Händen richtig für Ärger sorgen könnte. Da bin ich auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, wann und wie die Serie uns erklären wird, was es mit dieser Rolex noch auf sich hat. Wie wird Jelena Belova noch in die Serie passen? Kommen wir jetzt mal zu der größten Frage, die wir uns nach dieser Episode stellen müssen. Wie passt Jelena in all das rein? Wir wissen ja, dass sie am Ende von Black Widow von der Contessa auf Hawkeye angesetzt wurde, weil die ihr gesagt hat, ja, das ist der Mörder deiner Schwester. Und jetzt sehen wir sie das erste Mal auch und Hawkeye erkennt auch, okay, hier hat jemand gerade eine Black Widow auf mich angesetzt, weil sie ja auch mit diesen roten Armbändern, mit diesen Elektroschocks auf ihn schießt und da weiß er natürlich ganz genau, was das hier zu bedeuten hat. Er wird sie selber natürlich nicht kennen, davon gehe ich mal aus, weil selbst eine Natascha wird ihm das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gesagt haben, dass sie noch eine Schwester bei den Black Widows hat. Es dürfte aber wirklich spannend werden, inwieweit das jetzt hier noch weitergehen wird, denn Jelena weiß jetzt zum Beispiel auch, dass noch jemand anderes scharf auf Hawkeye ist, nämlich Maya Lopez. Theoretisch haben wir jetzt hier also zwei Optionen. Jelena könnte sich mit Maya Lopez zusammenschließen, um mit ihr gemeinsame Sache zu machen und Hawkeye zu bekämpfen. Oder Hawkeye schafft es irgendwie an sie heranzukommen und ihr zu erklären, dass er nicht wirklich der Mörder ihrer Schwester gewesen ist und Jelena arbeitet dann in irgendeiner Form mit Hawkeye zusammen. Gleichzeitig könnte dann theoretisch auch Jelena diejenige sein, die Eleanor Bishop als diejenige enttarnt, die irgendeine Verbindung zur Contessa hat. Das könnte dann halt wieder im Zusammenhang stehen mit dem Anruf, den Eleanor am Anfang der Episode getätigt hat. Ich bin auf jeden Fall heidenfroh, dass wir Jelena jetzt wirklich das erste Mal gesehen haben und ich bin wirklich gespannt, wie man in Folge 5 und 6 noch mit ihr umgehen wird und wie dann später auch ihre Zukunft im MCU noch aussehen wird, weil ich gehe mal wirklich stark davon aus, dass diese Serie jetzt nicht die Geschichte von Jelena Belova beenden wird. Welche Easter Eggs gab es zu entdecken? Ja, bei Marvel gehört es natürlich für mich zum Programm, überall irgendwie zu gucken, wo denn noch irgendwie was Verstecktes lauert, was in irgendeiner Form mit den Marvel Comics in Verbindung zu bringen ist. Und ich fange mal ganz einfach mit Laika an. Wir sehen Kate Bishop kurz in dieser Episode, wie sie einen Pulli trägt mit dem Laika-Motiv drauf. Das ist natürlich eine Anspielung auf die erste Hündin im Weltall, die, glaube ich, so Ende der 50er Jahre von der Sowjetunion mit Sputnik 2 ins All geschossen wurde und dort dann auch leider verstarb. Und zu Ehren Laikas wurde ja in den Marvel Comics dann später Cosmo the Space Dog erfunden. Und Cosmo the Space Dog ist quasi sowas wie Laika, nur dass er eben halt im All noch weiter gelebt hat und dann irgendwann sogar auch intelligent wurde und sprechen konnte. Und Cosmo the Space Dog haben wir tatsächlich auch schon im MCU gesehen. Er tauchte ja in Guardians of the Galaxy 1 und 2 auf. Und Hawkeye ist ja eine Serie für Hundefans dank Lucky the Pizza Dog und deswegen ist es irgendwie schön, dass Kate hier zum einen natürlich Laika ehrt und zum anderen uns ein kleines Easter
Easter Egg liefert zu Cosmo the Space Dog. Dann kommen wir mal zu den Lapers. Und ich finde es echt witzig, dass die tatsächlich auch nochmal ein Comeback in dieser Serie feiern. Ich dachte wirklich, das wäre nur so ein Gag am Anfang gewesen und wird nie wieder Thema werden. Nein, sie kehren wieder zurück. Und unter diesen Lapern ist ja dann sogar eine Polizistin, die Kate Bishop dabei hilft, Hawkeye seine Trickpfeile zurückzuholen. Und diese Polizistin stellt sich als Wendy Conrad vor. Officer Wendy Conrad. Und am Ende, wenn sie diese Pfeile hat, hat sie die in einer Tasche, die sie aber nicht abgeben will, weil ihre Frau ihr die geschenkt hat. Und diese Tasche ist halt für sie was Besonderes, weil da offensichtlich ihr Spitzname drauf gedruckt ist, nämlich Bombshell. It says Bombshell. Und Wendy Conrad als Bombshell gibt's tatsächlich natürlich auch in den Comics. Da ist Wendy Conrad aber eine Söldnerin, die einen besonderen Fable für alles hat, was in die Luft gehen kann. Deswegen halt auch ihr Spitzname Bombshell. Und sie hat eine ganz besondere Verbindung zu Hawkeye, denn eine ihrer ersten Missionen ist es tatsächlich, Hawkeye zu kidnappen. Das ist hier jetzt natürlich nicht der Fall. Hier ist sie einfach nur eine Polizistin und ich glaube, es soll hier wirklich auch wieder einfach nur so ein nettes Easter Egg sein. Ich bezweifle mal ganz stark, dass wir diese Darstellerin in irgendeiner Form tatsächlich nochmal als Schurke namens Bombshell wiedersehen werden. Es gibt übrigens, das nur der Vollständigkeit halber, auch in den Spider-Man-Comics noch eine weitere Schurken-Anti-Heldin namens Bombshell. Hier ist die dann Lana Baumgartner, aber das wird hier wahrscheinlich auch keine größere Rolle spielen. Dann müssen wir natürlich hier auch noch über Bumerang-Pfeile sprechen. Kate Bishop schlägt ja Hawkeye vor, Mensch, es wäre doch cool, wenn du Bumerang-Pfeile hättest, die einfach zurückkommen. Dann musst du nicht ständig wieder neue Trickpfeile bauen, sondern kriegst die alten einfach wieder zurück. Und Clint tut das ja als die lächerlichste Idee auf der Welt ab. Why would I ever want to use a boomerang arrow? Aber es gibt die Bumerang-Pfeile tatsächlich auch wieder in den neueren Hawkeye-Comics. Und da erfüllen die genau den Zweck, den ihr Name schon vorweg gibt. Ja, sie kehren wieder zurück. Und Hawkeye ist ein großer Fan in den Comics von diesen Bumerang-Pfeilen. Deswegen schade, dass wir das hier wahrscheinlich nicht sehen werden. Oder wer weiß, vielleicht baut Kate Bishop sich eigene Bumerang-Pfeile. Auf jeden Fall auch hier schön, dass das zumindest mal erwähnt wurde. Zum Schluss habe ich noch ein kleines, aber sehr feines Easter Egg, was mir persönlich immer sehr ans Herz geht. Denn Kate Bishop und Hawkeye gucken bei ihrem Filmeabend tatsächlich It's a Wonderful Life, einen absolut fantastischen Weihnachtsklassiker, in dem es darum geht, dass ein Mann sich wünscht, er wäre nie geboren worden und dadurch verliert er dann seine Familie. Und das erinnert ja Hawkeye dann auch so ein bisschen daran, dass er durch den Blip von Thanos ebenfalls seine Familie verloren hat. Er hat sich das natürlich nicht gewünscht, aber er kann natürlich so ein bisschen nachvollziehen, was James Stewart als George Bailey in It's a Wonderful Life hier widerfährt. Und deswegen ist das hier besonders schön, dass man auf diesen Film hinarbeitet, denn der endet ja auch damit, dass George Bailey zu Weihnachten wieder mit seiner Familie vereint ist. Und das ist ja genau das, worauf Clint Barton hier gerade in dieser Serie hinarbeitet. Tja, das waren alle Easter Eggs. Obwohl, Moment, schaut mal bitte hier auf diese Szene, wo wir Jack und Eleanor nebeneinander sitzen sehen und achtet mal auf das Muster der Sessel. Ha? Hexagonalform kennen wir ja mittlerweile irgendwo auch. WandaVision hat das Ding ganz groß gemacht, weil es irgendwas mit Zauberei zu tun hat. Hier taucht es jetzt mal wieder auf. Schöner Callback zu WandaVision. Wollte ich hier an dieser Stelle auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Aber das ist jetzt wirklich erstmal alles, was ich in Hawkeye Folge 4 entdeckt habe. Und jetzt frage ich natürlich wie immer euch. Erstens, wie hat euch die Episode gefallen? Wie fandet ihr den Auftritt von Yelena Belova? Wie findet ihr die Serie bis jetzt insgesamt? Und was glaubt ihr, erwartet uns in den letzten beiden Episoden? Schreibt mir all das in die Kommentare und für mehr zu den bisherigen Hawkeye-Folgen schaut einfach mal auf diese Playlist.